Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich aus Hebräer 10, die Verse 14 bis 17 lesen. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat in Jeremia 31, 33, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und ihren Sinn will ich es schreiben, und ihre Sünden und Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. So ein wunderbares Wort. Mit einem Opfer hat der Herr Jesus alles vollendet. Vollendet die Menschen, die geheiligt werden, die sich bekehrt haben, die dem Herrn ihr Leben gegeben haben, die geheiligt werden, die leben mit ihm, die sich dem ganzes Leben gegeben hat, mit einem Opfer von der Seite Jesus ist alles getan. Und etwas noch Besonderes, was er auch hier sagt aus dem Kapitel 31 Jeremia, dass der Herr will auch sein Gesetz in unser Herz reinschreiben. Stellt euch vor, früher im Alten Bund haben wir gelesen, es war so in die steinerne Tafel reingemeißelt, wo Mose auf dem Berg war und dann waren die Gesetze in diesen steinernen Tafeln. Und jetzt im Neuen Testament, wo Jesus alles getan hat und vollendet, werden diese Gesetze in das Herz eines Menschen eingetragen. Reingeschrieben, im Gesetz. Das heißt, wenn du früher geizig warst, jetzt aber bist du gern freiwillig. Es kommt von dir selber. Nicht also, du musst es zehnmal überlegen, du gibst gerne von dem, was du hast. Na, eine Schwester, die hat immer ihren Mann so geeifert und er war ein Prediger. Oft musste er nach den Versammlungen lange noch bleiben, mit vielen Beten. Dann kam er heim, dann sagte sie, warum warst du so lange, mit wem hast du gesprochen und so weiter. Und die hat gewusst, das ist nicht gut, das ist diese Eifersucht in ihrem Herzen. Und dann mal hat sie dann sich entschieden, loszuwerden von dieser Sache. In ihrem Herz war es noch nicht eingeschrieben, diese Freiheit auch von Eifersucht. Dann ist sie aufgestanden in einer größeren Versammlung und sagt, liebe Geschwister, betet für mich. Ich bin so gequält von der Eifersucht. Sie lebt noch in meinem Herzen. Die Geschwister haben gebetet und die war danach frei von dieser Eigenschaft. Das war aus diesem Herzen rausgestrichen und es war also an dieser Stelle wieder Gutgläubigkeit, Herzlichkeit und Liebe. Das ist so wunderbar, dass der Herr unser Herzen verändert, indem er seine Gesetze in unser Herz reinschreibt. Ein Mann bezeugte, der war ein Lehrer in Freiburg in einer Schule mit behinderten Kindern. Und die behinderten Kinder, da gab es oft Streit und Schlägerei. Und er hat immer wieder so impulsiv reagiert. Er war schon bekehrt, er hat Jesus in sein Herz genommen. Seine Ehe hat sich wunderbar also entwickelt, nachdem er Jesus gefunden hat. Aber in seinem Herz waren immer noch so Zorn oder solche Sachen. Wenn gerade die Kinder miteinander gestritten haben, dann ist er manchmal von oben nach unten gesprungen aus seinem Lehrerzimmer und hat sie gepackt. Einmal war so ein Fall, er hat es gehört, die Kinder streiten unten und jemand hat geschrien. Er kommt ganz schnell runter, packt einen an der Hand und hat es so heftig getan, dass der Arm gebrochen war. Der Junge musste ins Krankenhaus, man musste ihm eine Schiene auflegen und so weiter. Er ging in sein Zimmer und er betete zu Gott, sagt Gott, warum ist in meinem Herz noch dieser Zorn oder diese Wut, die Unbeherrschbarkeit? Ich will doch es gar nicht, ich liebe die Leute. Und dann hat er lange gesucht in der Bibel, bis er diesen Vers gefunden hat, wo er steht, also geschrieben, ich will mein Gesetz in euer Herz schreiben und in ihren Sinn will ich es schreiben. In Herzen, Gedanken, überall ist Gottes Gesetz. Und er betete ganz einfach, ganz kindlich, Herr Jesus, schreibe mir dein Gesetz in mein Herz hinein. Jesus, bitte. Er hat so gebetet, so kindlich und es ist irgendwas wirklich tatsächlich passiert. Am nächsten Mal, wo er gehört hat, die Kinder streiten wieder unten. Er ging also runter, ganz schnell, wieder wie immer. Aber in dem Moment, wo er zwischen diese zwei Kinder kam, die miteinander gestritten haben, hat einer geschlagen, hat immer die Schläge aufgefangen und gesagt, nein, du schlagst ihn nicht. Nein, du schlagst ihn nicht. Also lieber mich. Und so war er dazwischen. Irgendwann hat sich der Sturm belegt und der Junge hat sich auch beruhigt. Und dann hat er ihn hochgeholt in sein Zimmer und sagte ihm, weißt du was, ich liebe dich. Und wenn du manchmal wieder so Probleme hast mit jemandem, komm zu mir, spreche mit mir, wir werden es regeln mit dir. Aber sein Sinn war nicht, ihm einen Schmerz zu tun. Sein Sinn war eher, diesen Schmerz auffangen, wo er geschlagen hat. Das ist so wichtig, dass dieses Gesetz in unserem Herz geschrieben ist.
Wenn es drinnen im Herz ist, dann werden wir von vielen Sachen befreit. Und einer wird vielleicht auch Zeugnis geben, wie er früher nicht vergeben konnte. Und jetzt kann er leicht vergeben. Wie er manchmal neidisch war auf andere, wenn sie so gute Autos fahren, so gute Häuser. Und jetzt gönnt er es ihnen und freut sich für jeden, wenn er auch viel mehr hat als er. Das ist etwas, was der Herr macht, wenn er sein Gesetz in unser Herz schreibt. Denn er hat mit einem Opfer alles vollendet. Vollendet die Menschen, die zu ihm kamen, die ihn anerkannt haben, dass der Herr Jesus ist, der für sie gestorben ist, der für sie ihr Leben gegeben hat, der für sie auferstanden ist und haben ihn aufgenommen in ihr Leben. Und wenn sie merken, dass es noch nicht im Herz ist, dann beten diese Kinder, Jesus, schreib mir dein Gesetz in mein Herz rein. Und er schreibt es. Und wir waren andere Menschen wirklich, so wie Gott uns vorgesehen hat, wo wir noch im Mutterleibe waren. Das ist so wunderbar. Gott segne euch. Amen.